Servus, Freunde des Ballsports. Ich habe euch ja bereits darüber berichtet. Kai Havertz war ein konkretes Thema beim FC Bayern München. Er sollte Robert Lewandowski in diesem Sommer ersetzen. Man hat sich wirklich ernsthafte Gedanken über ihn gemacht, ob er diese Rolle einnehmen kann. Zu einem Wechsel ist es, wie wir alle wissen, letztendlich nicht gekommen. Nun hat sich eben auch Kai Havertz zu dem Ganzen geäußert. Darum soll es in diesem Video heute gehen. Vorab wie immer die Information, lasst mir gerne ein Abo da, um nichts über die Bundesliga zu verpassen. Und jetzt zurück zum Thema. Kai Havertz bringt natürlich alles mit, was jetzt dem FC Bayern München gefällt. Er ist Deutscher, er ist Nationalspieler, wirklich auch einer der besten Deutschen in der Offensive, würde ich fast behaupten. Er hat ja auch mit Chelsea nicht umsonst die Champions League gewonnen, von daher ist er da auch eigentlich meistens gesetzt und Tuchel zählt auf ihn. Von daher erstmal eigentlich kein Wunder, dass der FC Bayern München interessiert ist. Zu einem Wechsel ist es dann ja letztendlich nicht gekommen, das haben wir alle mitbekommen. Und er bleibt ja weiter bei Chelsea und man hat ja beim FC Bayern München im Gegenzug Sadio Mané aus der Premier League verpflichtet. Und jetzt wurde eben auch Kai Havertz in einem Interview gefragt, wie das denn war, warum ist er denn nicht zum FC Bayern München gewechselt? Und er sagte, er hat tatsächlich nur darüber über die Medien mitbekommen. Er hat selber nie Gespräche geführt, sein Berater hat ihm auch nie etwas gesagt. Von daher war da wirklich nichts dran an dem Thema. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Denn Kai Havertz befindet sich auf jeden Fall erstmal auf dem Radar vom FC Bayern München. Und wenn man dann im nächsten Jahr eben sieht, dass man doch einen richtigen Robert Lewandowski-Ersatz verpflichten möchte oder vielleicht auch möglicherweise in Kai Havertz so eine Art Ersatzlösung für Thomas Müller sieht, der dann ja dann doch langsam immer älter wird, dann kann man natürlich da auch nochmal wirklich zuschlagen. Von daher gilt aber erstmal festzuhalten, dass aktuell wirklich an Kai Havertz und dem FC Bayern München nichts wirklich groß dran war. Ja, das Interesse auf Bayern-Seite besteht, aber ein wirkliches, konkretes Angebot oder überhaupt erstmal Kontakt hat es bislang nicht gegeben. Von daher gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie steht ihr zu Kai Havertz und dem FC Bayern München? Bis dann, Leute. Grüße aus Ägypten. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao.